1. Also herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3. Wir sind mit den Aesthetic und dem Sascha. Winke, winke. Hallo. Ja, und ich bin immer noch beim Boss und gucke, ob der irgendwo. Dennis, du gibst dein Bestes. Natürlich gebe ich mein Bestes, aber ich Ja, suche das muss man nicht Summon-Symbol. schmälern. Ich bin Aber ich will dumm. halt jetzt auch Erstmal falsch summonen, weil schon. der Boss mir auf den Sack geht. Deswegen. Alles Weicheier, alle wollen sich summonen. Ich will summonen, aber ich finde kein Summonen. Rufsymbol. Summonen, der Junge. Pitzergeist von Langfinger Kirk. Ja, pass auf, der zieht dir deine Sachen aus der Tasche. Der Langfinger, meinst du? Ja. Du meinst, es ist am Leuchtfeuer. Das ist aber eine Lüge gewesen. Kann auch sein, dass es kurz vorm Nebel ist. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz. Ich hab nie groß gesammelt. Ja, es wäre halt jetzt blöd, wenn ich die Glut jetzt verliere. Mann, oh nein! nein! Spinnenwerwolf! Und ich hab den Spinnenwerwolf? Was für ein Spinnenwerwolf? Ja, deswegen hab ich das nochmal gesagt. Ach, das Vieh! Ja, das habe ich nicht platt gemacht. Oh Mann, ey! Jawohl, dieses gestaggert! Backstab ins Gesicht, du hässliches Stück, tot! Nix kannst du. Wo ist jetzt der Fintergeist? Warte, der warte. Looten. Warte, warum willst du zu mir? Ist nicht fair. Was willst du von mir? Wo hängt denn der ab? Da ist er! Nee, bleib nicht weglaufen! Easy, ich habe eine bleiche Zunge rausgekriegt aus dem Typen. Zunge rausgeschickt, zack. Ach, der hat eine. Ach, der hat eine scheiß Suchen wir mal Dingsrüstung das an. Summon-Ding hier, das muss ja hier irgendwo sein. Yo, wie viel Damage willst du noch machen? Alter, der Typ. Und töten sich wieder welche. Ja, ja schön, ich wohl bin gern. stuck. Aber Tatsache, ich find's halt auch nicht, das Rufsymbol. Wenigstens staggert man den. Wir haben die schwarzen Typen besiegt. Naja. Ah, hier ist es, Rufsymbol. Wenn man mich einmal hat, kann ich überhaupt nichts. Nicht dein Ernst. Okay, warte mal, ich lebe noch, aber ich bin gleich tot! Wird es. Stachelschild und Stachelschwert. Komm mal mit denen durch, mein liebes Phantom. Kann man noch beim Boss beschwören, oder? Ah, ich hab zu wenig Äste. Komm mal bitte kurz, Kollege. Muss man gleich noch einmal Knochen benutzen. So, jetzt sind wir unten. Hier fällt doch was von oben. Kommt der jetzt langsam mal wieder ist in seine Welt zurückgekehrt? Aber das ist ein Finstergeist, wurde invasiert, aber ich bin jetzt beim Boss. Blöd für ihn. Ich war weggerannt. Nee, ich wusste nicht, dass ich invasiert bin. Wie, das ist ein Bogenschütze, der sammelt. Doch voll gut bei dem Boss. Ja, aber der wird halt gerade irgendwie so ein bisschen platt gemacht. Könnt ihr mal bitte aufhören, auf mich zu schießen? Ich möchte nur kurz den Heimerknochen benutzen. Danke. Jetzt ist es ein Homemod. Ja, ich bin. Aua. Du bist Aua? Aua. Das wird hart Aua sein. Wo geht's denn jetzt nochmal? Ich war halt wieder nach ganz oben gegangen, wobei eine Etage nach unten gefallen. Mach ich jetzt direkt den Riesen? Ach, das ist man ja auch langsam bei dem. Ich bin mal bei beiden langsam. In der Tat. Oh Gott. Ich bin ja jetzt nicht so drauf. Hey. Da Schwarzhand. Ist doch ein Shortcut, oder? Was? Und noch ein Aufzug. Das muss da sein. Das wäre so ein Scheiße. Ich hab keine Lust mehr auf dieses Gameplay. Ich mag das nicht. Nervig. Ach, wieder mit seinem Flammenberg unterwegs. Scheiße, wenn man nichts kann. Ne? Viel wichtiger ist der Shortcut. Ne? Damit macht man das Ding nicht. Nee. Hast du nicht gesehen? Nee. Meinst du den Ritter mit der Keule und dem fetten Schild? Ja. Der stand auf einmal neben mir, als ich an dem Hebel war. So.
Erste Phase down, okay, aber ich hab leider viel erstes Block. Jetzt gehst du wieder, ne? Ja, komm, es braucht schön in deinem Gang bleiben, weil du meinst, du bist da krass, ne? Ich hoffe jetzt einfach mal, dass mein NPC-Sammenfreund den tankt. Alter, bitte. Ich hasse diese Schilde. Oh Gott. Der tankt ihn tatsächlich. In einem komplett die Ausdauer. Ja, dreh dich mit! Genau, bei Ulmer. Oh, der war gemein. Der hätte nicht treffen dürfen, mein Backstab. Ich hab ihn gedreht. Komm schon, gib mir ein Eis. Ach du Mistkind. Alter, du Spasti, ey. Nein, Schwarzhans, du stirbst nicht! Nicht unter meiner Aufsicht! Not under my command! Lass uns gehen! Nein, Gotthans! Der große noch? Dicke? Mit Schild und Schwert, Kolben. Hier ist der Shortcut. Gotthans! Nein! Ich werde dich rächen. Dich gewinne ich diesen Kampf. Hier geht's übrigens. Ah, jetzt verstehe ich, warum es schwer ist auszuweichen bei dem Prinz. Wegen seinen Feuerangriffen, aber ich finde es tatsächlich allzu schwierig, muss ich ehrlich sagen. Nur dieser. Die Kombo-Angriff ist nervig, aber ich bin tot. Bam! Alter, ist das ein Shortcut. Oder? Ist das ein Shortcut? Das ist nervig. Zeit für Prinzessin. Ne, hier ist der Shortcut. Stimmt, da geht's zum Boss. Aber du stirbst nicht, wenn du da runterfällst. Doch, ich wollte gerade sagen, du stirbst, wenn du da runterfällst. Ja, mach ein Kollege. Warum sind hier. Wir hätten eigentlich das machen sollen, bevor Dark Souls 1 rauskam, die Remastered Edition. Jetzt sehe ich mit Glück mal einen, den man summonen kann. Nicht, dass ich einen summonen wollen würde, ne, aber. Ihr wisst ja. Wir wollten doch eh nur NPCs summonen. Grundsätzlich richtig. Stimmt, tick, natürlich. Tick. Stimmt natürlich. Was? Ups. Ich würde auch gerne mehr Leute haben in dem Kampf jetzt, aber. Best Knight XD 53 ist auf jeden Fall NPC gewesen. Ja, ich glaube auch. Boah, Alter, Reflexe wie Krischi hier. Braucht das Phantom? Also bist du schon seit 5 Sekunden tot, wenn du regelt? Nein. Alter, Krischi, ich habe mal manche Sachen gesehen. Also manchmal ist er ja echt, stellt sich nicht so gut an, ne? Aber manchmal kommt ein Gegner hinter ihm, er dreht sich um und macht einen Parry oder so ein Quatsch, den er sonst einfach nie schaffen würde. Ob du mich erwischt hast, was ist denn mit dir schon wieder kaputt, Kollege? Alter, Junge, Alter, Junge. Ihn ja doch nicht gerade ausrollen. Das ist Wahnsinn. Warte mal kurz, Kollege! So. Ich muss mich mal ganz kurz hielen. Das ist das Schöne am Claymore. Wenn der gerade auf dem Boden liegt und du lädst voll auf, dann trifft es schon. Andere Waffen sind da ein bisschen zu schnell und der liegt noch. Also der, man trifft nicht, wenn er liegt. Als ob du nicht runterfällst. Da. Ach, Giftspucker. Oh, du droppst nix! Verpiss dich, du Lutscher! Oh, vielleicht droppt der die Kapuze! Oh, ein Edelstein. Ja. Oh, ich mag die Kapuze. Gut, Kabel. Wir legen uns mal eine andere Rüstung an. Oha, jetzt ist das schnell. Jetzt kann ich auch den Fetten machen. Der ist nämlich arschnervig. Okay, Rennen bringt nichts. Blocken wahrscheinlich auch nichts. Feuern. Oh, ich bin zuversichtlich, dass ich den Boss jetzt schaffe. Auf jeden Fall, ich auch, Dennis. Nein, nicht in den. Aber die Bossmusik ist halt immer so übel laut. Aber ist so geil. Er drückt mich halt einfach auch durch die Gegend, ey. Der Riesort? Ja. Mit seinen Beinen. Ich flutsche durch die Weltgeschichte. Das Flutschbeißt hätte gern.
Will ich den dann überhaupt noch? Aber es funktioniert zu zweit halt wirklich wesentlich einfacher, der Kampf. Ja, es geht ja nur darum, dass der Typ abgelenkt ist und nicht Dauerfokus auf dir. Ja, ja, eben. Oh, genau auf mein Gesicht. Fettes Stück. Oh, wie komme ich denn hier jetzt eigentlich wieder safe runter? Gar nicht. Ach komm, ey. Das ist umgedrückt. Und weißt du was, wenn wir einfach nochmal einen Homeworld bauen? Jetzt verreck doch! Und wir gehen zum Feuerband schreiben. Nein, mein Freund ist tot. Nicht schon wieder. Bist du denn? Hä? Welches Level bist du denn, dass es noch reicht? Ich bin noch nicht so hoch. Ja, anscheinend. Endlich. Ach, Quatsch. Was da? Bob da wenigstens was? Nein. Ich lebe. Heilen. Ja? Du für 37 bin ich jetzt. Große Titanische und Laucheküchlein. Oh, das nein, so leer. Ich lebe. Ich lebe immer noch. Stufe 37. Trink wie ein Weltmeister. Mann, ich komm doch aus Frankenthal, da kann ich doch saufen. Ich bin gerade halt nicht mit zum Zuschlagen gerade. Noch ein Shot. Wie Sascha sagen würde, ich weiß nicht, wo man die Luft wenn man da lang. Mann! Kann der Spasti endlich mal aufhören mit mir zu reden? Was ist denn los mit dir? Hast du ihn nicht geschafft? Nein! Der ist verreckt! Ab der Hälfte. Das sind zwei Tode, ne? Ist es so? Ich glaube, wir hatten gesagt, wenn man summoned und verkackt, kriegt man zwei Tode drauf. Schreibt dir mal auf den Zettel das noch glaub ich plus nicht, eins, dass wir checken das nach. Ja, aber ich glaube nämlich auch nicht, dass das so war. Glaubst du es nicht? Nee, ich glaube nicht, okay, dass du es auch nicht glauben. Wir hatten doch, es gab, schreib es dir trotzdem mal einfach nur auf, plus eins. Ist es nicht eine Liste und Dokumenten, die wir rumgeschickt haben? Ja, aber die haben wir ja jetzt gerade nicht vorliegen. Ja, nee, ich scroll gerade in WhatsApp hoch. Und doch bestimmt in WhatsApp geschickt. Ich glaube, ich habe es nicht in WhatsApp rumgeschickt. Heiliger Dreizack. Hä, wo geht's denn hier nochmal lang? Nee, es steht tatsächlich nicht auf der Liste, die rumgeschickt wurde. Nee, die wurde auch nicht rumgeschickt, jetzt hast du dich irgendwo aufgeschrieben. Nee, die erste Liste, wo mit den Zielen und so, wo die wurde rumgeschickt. Ja, aber wir haben das doch danach geklärt, dass wir das mal zur Sicherheit, falls einer, damit die Leute nicht verzweifeln, noch irgendwie den Summon dazu machen. Weil eigentlich sollten wir komplett ohne Summon spielen. Aber weil sich irgendwer beschwert hat. Wir beide? Ich. Okay, es gibt den Weg da oben. Man kann auch noch da lang. Ist das nicht der Weg zum Mars? Ich mach jetzt noch den zweiten Riesen, komm. Ich such das reich. Ich weiß, wir haben darüber geschrieben. Ich glaube, wir hatten nur darüber gesprochen. Und ich hab's dann aufgeschrieben. Ach so. Ja, aber hier in WhatsApp steht nur, dass die NPC zulassen, Beschwörungen zulassen. Warte, hier steht noch irgendwas. Anstatt dass du es dir einfach jetzt mal kurz irgendwo hinschreibst und du später nachguckst. Wozu man das macht, weiß ich auch nicht. Ja, okay, wir hatten das mit den Toten nie fertig diskutiert tatsächlich. Irgendwie, da kam noch die Frage auf, so, ja, vielleicht kann man ja mehr Tode machen bei Beschwörungen. Oh, fuck. Aber letzten Endes hat sich dazu keiner mehr geäußert. Aber ich weiß, ich habe zweimal gesammelt. Wenn ich mir zweimal merken. Zweimal schon? Ja. Aber ich werde es jetzt nicht machen, ich werde jetzt mal einen anderen Weg laufen ein bisschen. Wie einen anderen Weg? Du musst da lang. Ich wollte gerade sagen, hier, du hast ich keinen anderen Weg. Ich schaff den nicht. Es ist zu schwer. Ja. Ach was, ist das der Boss, wo die beiden verzweifelt sind? Ja. Du kannst noch leveln. Ja, theoretisch. Ja. Wäre auch mal Zeit, irgendwann sollte man mal leveln. Ach Quatsch, Leveln ist überbewertet. Ein Blödsinn, ach Quatsch. Oh oh. Aua! Au. Oh. Nee, das lässt du mal schön sein. Dass ich halt auch nichts one-hitten kann mit der Waffe, ne? Ist halt auch echt. Nee. Oh no, jetzt habe ich ihn getriggert, jetzt muss ich los. Ja, ist in Ordnung. Ach genau! Ich zieh nochmal zurück.
Chill mal deine Base. Oh, warum kommt denn jetzt die fucking Diakone dazu? Was ist dein Problem jetzt? Ja gut, dann halt ohne Summon wieder. Was? Hast du keine Glut mehr oder warum? Doch, aber ich will jetzt nicht alle meine Glut verpassen. Ja, aber wenn du ihn nicht mal mit Summon schaffst. Ja, was soll ich tun? Ja, weiter Summon und versuchen. Dann sitzt halt auch mal 20 Versuche an einem Boss im Normalfall. So viel Glut habe ich nicht. Kannst dich da nicht nach uns richten, nur weil wir schon viel Dark Souls gespielt haben und auch schon Bosse kennen. Dark Souls hast du ja offensichtlich auch noch nicht gespielt. Meister der Anfänger. Ich wollte nett sein und werde wieder gedisst. Ja. Will man ihm Mut machen? Ich verstehe schon, Dennis. Brauch keinen Mut, ich brauch Hoffnung. Die kann ich dir nicht geben. Au. Bist ich. Du lässt dich aber halt auch 0, gar nicht staggern, du. Ja! Alter, Junge, no. Ich weiß nicht, bei wem Sascha da immer rumhängt, ey. Der ist schon nicht. Vor 20 Minuten irgendwelche Leute rumgeweint und ich habe bisher noch keinen gefunden, der krass ist. Ja, dieser dicke Ritter mit seinem Monster-Langschwert da. Kannst du nicht einfach um den rumlaufen und backstabben? Wie jeder andere auch? Da stelle ich mich meistens recht blöd an. Das ist nicht gut. Drang! Oh. Die Drangschäden. Fuck, ey. So, die beiden Riesen sind tot. Nochmal die Dranghose. Auch wieder was geschafft für heute. Wieder nochmal. Lol, warst du ein Gegner? Sieht nicht so gut aus. Drang Doppelhammer. Das ist auch tatsächlich eine krasse Waffe. Was eine Scheiße. Die Rüstung geht komplett in dem Sumpf verteilt, ne? Wollt ihr euch einem Covenant irgendwann mal anschließen und wird das vielleicht ein bisschen Aufträge erfüllen? Ich hab keine Ahnung, wie ich das geht. Das ist die Eide. Ja. Ich hab doch schon zwei Eide abgelegt. Ja, aber du musst auch leveln für die. Also das machen, was die halt von dir wollen und das abgeben und so. Ich meine, du hast ja da noch recht lame. Ja, ich hab bei Ferras oder Pharas. Man kriegt oder da immer Items und so Waffen, Rüstung und so ein Scheiß. Ach, da ist der Typ mit dem dicken Schwert. Hier hängt Sascha also ab. Ist das nicht der Weg zum Boss? Jo. Aber was ist denn der Shortcut dann? Wo kommt man denn da hin? Da kommt man nach ganz oben, ne? Was gibt's denn da nochmal? Ist da überhaupt irgendwas? Warum ist die Brücke hier nicht mal hochgefahren? Was soll der Kack? Sollte ich vielleicht erstmal da oben lang gehen, ne? Weil der Quatsch, um zum Boss zu gehen. Kann immer leveln. Warum ist die Drecksbrücke nicht mehr oben? Schon wieder, ich laufe zum Boss rein, Finstergeist kehrt zurück. Ja, da wird halt gern invaded, weil wegen den Schranken. Ich hab das irgendwann morgens aufgenommen, wo ich mir sicher war, dass ich invaded werde. Ja, ich verstehe schon, warum der Ort beliebt ist. Ja, aber gut, man muss auch sagen, die Pharos-Wächter werden da aufgeschworen, automatisch. Da können sie nicht unbedingt was zu. Ja. Oder wie auch immer die heißen, die Wolfsspassis. Halt. Ja. Vielleicht hätte ich erst mit dem Leuchtfeuer gehen können. Warum hat das kann man denn da jetzt gerade nicht oben? Wo sind sie? Ach, jetzt kommt man hier auf diesen Kack-Ding. Okay, dann schaffe ich diesmal, aber easy. Aber sowas von easy. Ja, wenn man sich da ein bisschen abwechselt bei dem Boss mit dem NP, mit dem Summon, dass der erst den angreift, dann den, das ist halt dann. Sag erst, wenn du geschafft hast. Ich hab's geschafft. Ah, okay. Wow. Also, das ging diesmal jetzt echt fix. Vielen Dank, Danny DeVito. Das ist wirklich ein NPC gewesen. Nein, es ist kein NPC gewesen. Aber ich dachte mir, wenn du es einmal machst, das darf ich es auch einmal machen. Ist okay. Jetzt muss man als blöde Frage, aber wo geht's da weiter? Ah, da, okay. Geradeaus. Da ging's ja gar nicht nach oben. Das kommt ja erst. Oder ich hab irgendwas verpasst, wie man nochmal nach ganz oben kommt. Moment, wo ist denn der Kackhebel hier nochmal? Oder man muss nochmal
Wo, zurück? Und da, wo die Oma war. Die Sascha und ich meinten drüber. Meinst ganz unten? Nee, das kann nicht sein. Da geht's nicht weiter, da liegt nur ein Item unten. Irgendwo kommt man doch mal nach ganz oben, aber ich weiß nicht, ob das an dem Langschwerttyp vorbei ist oder nicht. Ich hab keine Ahnung. Wenn Sascha da die ganze Zeit hängt, und der war ja schon oben, kann das eigentlich nicht sein. Ah, ganz oben ist nur optional. Ja, aber ich weiß nicht mehr, wie man da hinkommt, weil da gibt's coolen Scheiß. Weiter Shortcut ist noch eine Tür. Fahrst du nach oben. Da war ich doch gerade. Ein Turm. Ja. Und dann geht's weiter. Was verkaufst du mir jetzt, du blöde... An dem Turm, wo man schon am Anfang vorbeiläuft. Ja. Eine Scherbe. Da geht's weiter? Ja. Du musst aus dem Fenster rauslaufen und am Sims langlaufen. Ja, hab ich doch gerade. Und da ist dann noch die eine Leiter, wo es noch weiter nach oben geht. Okay. Und da kannst du dich dann auf so eine Schräge droppen lassen. Guck ich jetzt nochmal. Interessiert mich. Ich habe jetzt gerade nicht zugehört. Wie, du hast nicht wo kann man sich am Anfang runterdroppen lassen? Bei welchem Turm? Oh mein Gott, war das close. Der zweite Shortcut, da gibt's doch einen Weg nach oben, wo du den Abgrundring oder so bekommst von diesem Typ mit den roten Augen. Ja. Da kannst du dich, da geht's noch weiter. Ah. Aber es ist nicht zwingend nütten machen, Aber man muss wenig in Dark Souls zwingend machen, außer die Bosse töten. Aber ja, meistens bringt's einem eine Menge. Ah, stimmt wohl. So, nochmal gucken, was bringt mir jetzt die Boss-Seele? Er meint hier wahrscheinlich, aber wo droppt man sich hier? Ein geiles Schwert. Oh. Das ist doch der normale Weg, oder? Kerzenhalter des Klerikers. Ich sehe nichts anderes. Wie ist denn jetzt gerade nochmal die Seele von denen, die ich da getötet habe? Seele eines Wolfsblutes, ist es das? Ah ja, tatsächlich. Ultra-Großschwert. Ultra-Großschwert, was mit Geschicklichkeit agiert. Ja. Nice. Das einzige fast. Ist es mit einem Großschwert und einem Dolch. Oha. Ich kann es mir aber auch nur zu einem Großschwert machen, das ist dann Stärke. Ach, du guckst die Boss-Seelen an? Ja. Noch gar nicht gemacht bisher. Ich habe sogar schon ein paar umgewandelt. Echt? Ja, ich hab, es gibt so ein Speer, was ganz geil ist, aber das ist momentan auch schwächer als mein jetziges Schwert. Was halt auch auf Geschick geht. Und das Pharaon Großschwert ist halt auch geil. Das ist richtig Style-Gear. Aber also es braucht halt noch ein bisschen mehr Stärke. Das kannst du dir mal angucken. Ja, ich werde es mir auch holen, es kostet ja keine Seelen. The fuck? Wenn ich hier oben rum. Hier das Kristallweisen. Ach du Scheiße. Wer zum Fick schießt hier? Na gut, machen wir es. Oh, auf Wiedersehen. Ich glaube, hier war Sascha und ist runtergefallen, oben auf diesem komischen Ding, ne? Nee. Gab's da irgendwas? Du hast eine Äste-Scherbe vorhin erwähnt, glaube ich. Fragen wir mal hier. Braucht echt viel Ausdauer. Vielleicht ist da was. Und eine versteckte Tür hast du erwähnt. Ich merke mir so einen Scheiß. Also du hast gesagt, ich glaube, hier war ein. Ich glaube tatsächlich, ich habe mich geirrt, weil ich auch keine gefunden. Also es macht echt coole Moves. Und nein, es ist auch keine Estus-Scherbe da oben. LOL. Versuch Köder. Also eigentlich würde ich das Schwert schon gerne tragen. Die Moves sind ja 10 von 10 geil, ja. Ja, mach doch. Erstmal Estus-Flug. Aber da muss ich halt Stärke leveln erstmal. Gut funktioniert. Ich glaube, die meinen, ich soll was anderes machen. Und nicht hinterher springen, wenn die runterfallen. Einmal schlagen, abwarten. Er ist weg. Ach komm, als ob du mich getroffen hast. Er ist auch weg. Nehmen wir mal den Zweihand-Typi, bei dem Sascha so Probleme hat, aber der einfache. Alter! Dass ich das Schwert tragen kann, dauert. Ja, ist schon tot. Ja, natürlich, jetzt ist er nicht tot. Ach so, ich kriege nicht gebackstabbt. Natürlich. Alter, kann der sich auch mal. Der dreht sich ja. Nee, nicht runterschmeißen. Ja, runterschmeißen ist schon hart gemein. Weil es ist schon stärker als mein Schwert. Yo, Ninja Move. Wieso backstabbt der nicht? Kann man die nicht.
Backstep? Ach so, der Backstep wurde abgebrochen. Ah, ich weiß es nicht. Ich werde es tragen wollen. Oh, aber ich muss ein bisschen auf Stärke gehen. Halt ohne Backstep. Ja. So lange muss ich meinen. Kannst du wenigstens Rüstung drum? Das sieht hinter Edelstein, was ist denn für ein Scheiß? Für die Weinrüstersachen oder was? Ein Kack, ey. Auch kein Mensch, kaum einer spielt auf Glaube. Ich weiß auch tatsächlich gar nicht, ob das überhaupt smart ist. Na, du kannst dich halt heilen und so ein Kack. Ja, gut. Und die Speere werfen, die sind ganz geil, also die sehen cool aus. So. Aua. Ich hab also. Oh, jetzt 18 Stärke, ich brauche noch 4 Stärkepunkte, damit ich das Schwert richtig tragen kann. Ach, der schießt die Teile ab. Aber liegt hier irgendwas? Aua. Nicht so aus. Leute, haben wir fast ein neues Schwert. Und jetzt geht's weiter. Ich glaube, das sind die Katakomben, die jetzt kommen, oder? Aber ja, dann Backup-Gebiet. Ich habe ja kein anderes Gebiet mehr. Das ist richtig. Na doch, theoretisch könntest du noch den. Ich könnte die ganzen Asylum Golem bis Kack Tybi. Warst du oben bei dem Wolf jetzt noch weiter? Ja, aber ich bin geflohen vor dem Gegner. Dann. Ja, ich habe den. Ich hab da probiert. Kannst du noch, weil du kannst noch. Weiß nicht, ob du es jetzt noch kannst. Mit das Musik bei Bossen immer so laut sein muss. Bei dem Zwiebelritter da. Wenn ich den sehe, ist er tot. Na, den. Ich meine, davor halt. Das geht durch, wenn man dem helfen durch. Soll. Weiß nicht, ob der da jetzt noch rumhängt. Wie du stehst wieder auf. Ich hasse euch Skelette so sehr. Vorsicht vor Falle. Naja, die war jetzt nicht so krass. Bist du da vorne? Willst du dich mit dem messen? Ich hab keine Angst vor dir. Ich muss jetzt mal hier leveln. Das wird doch so. Nicht leveln. Auch mal zum Boss. Ja, als hätte ich dich nicht gedacht. Es ist immer so süß, Gegner, die, die auf dich draufschlagen, dann dadurch gestaggert werden, wenn du ein Schild durchnimmst und du dich ach, dann platt machen kannst. Ach komm, als ob du mich triffst. Was ist denn los mit dir? Aber lässt. Ja. Ah, ist interessant. Fuck, Skelette, Mann. Weißt du, es gibt ja, Menschen, die spielen auf Armbrust? Stimmt. Leute, die eine Herausforderung suchen. Ist es überhaupt möglich? Das ist die bessere Frage. Ich denke schon. Naja, Armbrust. Aber es ist jetzt nicht so super geil, muss man sagen. Aua. Ich hab einen Pfeil im Rücken. Da kommt ein Skelett ohne Kopf auf mich zu. Da kommen mehrere Skelette ohne Kopf auf mich zu. Ihr könnt mich überhaupt sehen. Ihr habt keine Augen. Hattest du schon ein Leuchtfeuer unten, Sascha? Oh Gott! Nee. Immer noch beim Abyss wieder ja. Gewesen. Okay. Scheiße. Aber wie kommt man denn hier nochmal zurück? Nee, warte mal, warum geht mein Fluch hoch? Oh, ich bin gleich tot. Nun weh, Sascha. Ach, da reinspringen. Das wird, glaube ich, ein Gebiet, wo ich sehr viel durchrennen werde. Ja, ich meine, das sind Skelette, die stehen immer wieder auf und so. Vielleicht liegt es daran, dass du die Bosse nicht schaffst, weil du immer durchrennst. Ja, ich hab doch geschafft. Ja, aber, ach ja, stimmt. Ja gut, aber mit Summon. Ja gut, der Erste. Ich werde nie einen Boss im First Try hören, die Engel. Ist auch an der Diakone verreckt. Ah, die ist eigentlich gar nicht so schwer. Ich weiß gar nicht mehr, wie der funktioniert. Einfach alles töten, oder? Ne, immer den Rotleuchtenden töten. Ja, gut. Aber ist ja im Endeffekt anders. Und die, wo die im Fluch aussprechen. Wenn die spawnen, musst du die töten. Ja, habe ich eben gerade gemerkt. Musste ich auch schmerzhafterweise lernen. Oh Gott, der Stein! Ich habe davon gehört. Ich hab davon gehört. Ja. Er kam, sah und überholte mich. Meinte, aber da oben kommt man noch irgendwo hin. Irgendwie hin. Weiß nur nicht mehr, war das hier? Hier noch was? Muss ich mich da draufstellen, um da hochzufahren? Nee, das geht auch nicht. Was ist das? Ah, da schmeißt Pumpen nach mir. Oh! Es sind quasi Fässer, die man nicht kaputt machen sollte. Ich weiß es nicht mehr.
Aber liebe Leute, wie so oft. Wir haben noch 5 Sekunden. Ja. Da gibt es beim nächsten Mal mehr einen Bossfight. Oder klägliches Rumgeschrei. Ja, und wie immer beende ich die Folge bei mir mit dem Tod. Wie so oft. Das wird sich nie ändern. Seid ihr bereit überhaupt für die Abmodi? Ja, ja, mach doch einfach. Ja, okay, klar. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao. Tschüss.